Hallo ihr Lieben. Ja, nachdem die liebe Jutta und die liebe Luise so einen schönen Fünf-Teile-Tausch gemacht haben, haben Rita und ich uns gedacht, wir machen das auch mal. Und ich habe Post bekommen von Elfenhain. Toller Umschlag. Ich habe ihn schon mal hier geöffnet, aber noch nicht so ganz jetzt schon reingeguckt. Und ich pack den ja jetzt mit euch mal aus. Und ich bin überzeugt, dass Rita mich scheiße findet. Entschuldigung, bitte. Das ist nicht deren Ernst, ne? Winnie Pooh? Winnie Pooh? Ehrlich, Rita? Okay. Wundervolles Glitzerpapier. Eine wirklich entzückende, was auch immer, Kette. Okay, das Papier ist schön. Damit kann man was anfangen. Definitiv. Ja. Wir wollen übrigens eine Journal-Seite gestalten. Das ist auch toll, das gefällt mir. Oh, ein Brief. Oh, guck mal, der Umschlag ist schön. Oh, darf ich den auch verwenden, Rita? Ich muss jetzt mal gucken. Was schreibt sie mir? Okay. Hallo, Julia. Schön, dass du mit mir fünf Teile tauschen magst. Aber vielleicht bereust du es gleich. Ich bereue es. Weiß ich nicht. Nee, bereuen, Rita. Nee, bereuen nicht. Aber ehrlich? Ehrlich? Winnie Pooh? Na gut. Nein, ich war nicht nett. Nein, Rita, das warst du tatsächlich nicht. Aber ich kenne deine tollen Werke und das hier wirst du auch in etwas absolut Traumhaftes wandeln. Ja, Rita, nee. Also, ich weiß noch nicht in was, aber ja, okay. Und jetzt noch schnell drei Regeln. Keine Stempel, Stanzen und Prägefolder von Tim Holz. Okay, keine schwarze Farbe. Was soll ich dann machen, Rita? Was soll ich machen? Ohne meine Tim Holz Stempel und meine Tim Holz Prägefolder? Was soll ich tun? Und ohne schwarze Farbe? Okay, dritte Regel, keine Wasserfarbe. Okay, Wasserfarbe benutze ich eigentlich nie. Also das fällt mir nicht schwer. So, nun habe ich genug gelabert. Fang an zu zaubern. Das hier gehört nicht zu den fünf Teilen. Sie meint den Umschlag, ne? Sie meint ehrlich den Umschlag. Schade. Echt richtig schade. Ja, gut. Fang mal an und schau, was ich mit diesen wunderhübschen fünf Teilen in einem Journal anfangen mag. Und damit eine komplette Seite gestalten. Mit Winnie Pooh. Mit Winnie Pooh. Ich habe hier so ein tolles Journal und dachte mir, ich nehme da eine Seite raus, die natürlich noch nicht gestaltet ist. Das ist recht plain, weil das so mein Work Journal ist. Und ich suche mir da jetzt gleich mal eine Seite raus. Und ja, und dann überlege, mache ich mir mal ein paar Gedanken. Ich dachte eigentlich, ich mache das so spontan vor der Kamera, aber die Gedanken mache ich mir jetzt, glaube ich, ein bisschen abseits der Kamera und nehme ich dann damit. Genau. Okay, ja, bis gleich. Okay, angefangen habe ich mit ein bisschen Rostfarbe und habe diese wundervolle Kette eingeschmiert. Dann habe ich mit Gesso und den Schablonen ein bisschen die Seite verschönert. Dauert ja dann immer ein bisschen, bis das Ganze trocken ist. Genau, da wusste ich nicht so ganz genau, was ich nehmen soll und ja, war mir total unsicher, wie man sieht, und habe mich dann für die Schrift entschieden. Und hatte zwischenzeitlich schon den Winnie-Pooh zur Seite gelegt und mir mal ein paar Gedanken gemacht, einen Rahmen ausgestanzt. Hatte auch schon so einen Schmetterling ausgestanzt aus dem Glitzerpapier und einen kleinen Notizblock gemacht. Jetzt stempel ich nochmal ein bisschen und ja, schau mal, dass das Ganze irgendwie einigermaßen aussieht. Übrigens keine Tim-Holz-Stempel, auch keine Tim-Holz-Farbe, also gar nichts. Gar das Distress, aber das zählt, glaube ich, nicht. Das war, glaube ich, nicht mit dabei, oder Rita? Nee, das war nicht mit dabei. Ja, die Seitenklappe für die Journal-Seite, die hatte ich dann zwischenzeitlich auch schon gemacht. Ich hatte da noch was dazwischen, aber das Ding ist, dass ich da die Einstellung viel zu schnell hatte und da würde ich nur schlecht. Ich hoffe, jetzt wird euch auch nicht schlecht, aber wenn ich das Ganze so laufen lassen würde, das würde einfach viel zu lange dauern. Das ist jetzt ein bisschen Rostfarbe, die da drauf kommt, den Winnie Pooh. Ich war mir irgendwie überhaupt nicht sicher, wo ich den reinpacken soll.
Ich wollte ihn eigentlich ganz, ganz, ganz gewiss reinpacken. Jetzt habe ich einen kleinen Umschlag gemacht. Die Anleitung dazu, wie man das so macht, ist hier vielleicht ein bisschen schnell. Ich verlinke euch mal das Video von Funkelkram. Die Jutta hat das total super erklärt, wie man das macht. Es ist relativ einfach und ja, da hatte ich dann auch noch ein bisschen distressed und so ein kleines Glitzerteilchen mit einer Niete draufgebracht. Ich hoffe, das ist in Ordnung gewesen. Dann wäre es eigentlich das sechste Teil, aber nun passte irgendwie und ich glaube, das gehört zum Bastel mit dazu. Genau, und das nochmal ein bisschen mehr distressed und geschaut, wo ich den rein tue. Als Papier übrigens, das ist das Drachenpapier von Funkelkram. Das ist total schön und passt auch total gut in das Journal oder zu der Journal-Seite, die ich mir da ausgesucht hatte. Und genau, ein bisschen sauber machen. Zwischendrin, Hände sind ja immer ziemlich klebrig. Und ich habe wieder den Winnie-Pooh am Wickel und versuche den irgendwie ein bisschen schön zu machen. Ich hatte den ein bisschen in den Kaffee eingelegt, aber das Hellgrün wollte irgendwie nicht schwinden. Gar kein Stück. Ja, da kommt der Winnie-Pooh. Und wo soll der Winnie-Pooh hin? Ich war mir überhaupt nicht sicher. Der Totenkopf auch nochmal. Und jetzt ich mal angefangen, das Ganze ein bisschen einzukleben. Und da muss noch ein bisschen was drunter. Klar, einfach Totenkopf auf Papier geht nicht. Noch ein bisschen distressen und dann den Totenkopf drauf. Übrigens hat die Rita fast zeitgleich das Video veröffentlicht. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Und ja, jetzt hier wieder Winnie Pooh wird verzweifelt versucht aufzulegen. Und auch wusste ich nicht so ganz, wo soll ich mit dem Notizblöcklein hin? Ja, aber irgendwie, nee. Gut, also erstmal die Seitentasche dran geklebt. Da hatte ich vergessen, dann die Längsseite einzukleben. Das habe ich dann späterhin noch gemacht. So, und jetzt passte das irgendwie nicht so ganz, aber dann irgendwie doch geht. Und der Schmetterling, der muss jetzt natürlich jetzt auch irgendwo hin. Den habe ich dann am Ende aller Tage mit so einem 3D-Bubble da drauf gemacht, damit es so ein bisschen erhaben ist. Und genau, jetzt die Kette. Die habe ich dann auseinandergeschnitten und obwohl mir die Bordüre richtig gut gefallen hat, habe ich dann am Ende aller Tage jetzt, wie man sieht, die Kette fast über die Bordüre geklebt. Das passte ganz gut und für den Moment war es auch hervorragend. Dann habe ich die Kette auseinandergeschnitten und die Teile dann auf der Seite dann noch ein bisschen ja, verteilt. War mir dann auch nicht, wie man sieht, ne, im Hin und Her, aber das geht ja immer auch hervorragend. Der Kleber, also ich nehme den Tacky-Glue, habe ich jetzt genommen und nicht den Funkelkram-Kleber, weil ich einfach dann noch ein bisschen hin und her rutschen wollte. Und dann ist das mit dem Funkelkram-Kleber ein bisschen schwierig, der hält nämlich Bombe im Gegensatz zum Tacky-Glue. Das sind Stempel übrigens von Stamping Bella, von den Old Boys. Die habe ich, glaube ich, super viele von. Ich koloriere ganz gern nebenbei noch und da denke ich, das ist nicht Tim Holz, das kann ich also nehmen. Und da hatte ich eben diese hellere Farbe. Auch das ist ein Stamping Bella Old Ball. Da hatte ich dann diese kleinen Totenköpfe mit Sternchen, das sieht man hier nicht so gut im Video, noch auf der Seite verteilt und ordentlich gestempelt. Alles gestempelt, was geht. Und da ich noch ein bisschen Kitzer über hatte, also noch ein Blümchen ausgestanzt und der Winnie Pooh. Das ist jetzt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, das ist so Collage-Zeug. Da wird der Totenkopf, sieht dann so ein bisschen erhabener aus. Jetzt noch ein bisschen Glitzerzeug oben drüber, damit der Totenkopf auch noch ein bisschen glitzert und zum Schmetterling und zu der Blume passt. Und dann muss das alles. Ja, und dann das Glitzerzeug. Aber Glitzerzeug hat ja auch eine andere Seite, nämlich die weiße Seite. Das hatte ich übrigens ja nochmal geprägt, nicht mit Tim Holz, aber. Die Prägung, weiß nicht, hat mir dann nicht so gefallen. Und genau, habe es dann einfach so gelassen. Und dachte, naja, gut, irgendwo willst du das jetzt aber auch noch verwursten. Und ja, nee, da sah es irgendwie nichts aus. Und jetzt das Ganze wieder distressen. Klar, das ist so eine der Hauptbeschäftigungen. Und mache ich total gerne mit meinem Pinselchen da rumzumachen. Und da sind nochmal die Quotes von Stamping Banner. Ich finde die total gut. Also, die sind echt super. Und sah man aber irgendwie nicht. Und jetzt, ja, wieder Winnie Pooh am Wickel, ne? Jetzt Winnie Pooh ein bisschen mehr auseinandergerissen.
Und sich gedacht, passt da vielleicht doch noch irgendwo rein. Schauen wir mal. Aber irgendwie wollte der Winnie Pooh und ich, wir wollten nicht so zueinander kommen im Laufe der Zeit. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ach, gestempelt, genau. So, jetzt noch ein Quote oben drüber. Jo. Ich hatte übrigens auch das Glitzerpapier in Kaffee eingelegt. Das habe ich dann zwischenzeitlich dann mal mit einem Heißluftföhn bearbeitet, damit es schneller trocknet. Sonst hätte das Ganze noch viel länger gedauert. Hat schon so einige Zeit gedauert, aber nun ja, so ist es. Und ich hatte jedenfalls einen riesen Spaß dabei. Und jetzt habe ich mich dann auch entschieden, so, Glitzerpapier kommt dahin, peng, aus, sitzt. Und dann dachte ich mir, irgendwie, Winnie Pooh muss irgendwo hin. Aber irgendwie, er wollte nicht, wie man sieht. Winnie Pooh wollte und ich wollte nicht. Aber jetzt, Winnie Pooh ist zum Einsatz gekommen. Allerdings nicht mit der Vorder-, sondern mit der Rückseite. Und ja, hier wieder was abgeschnitten, weil ging gar nicht. Irgendwie hat mir nicht gefallen. Und wo sollte ja dann nochmal so drüber? Und auch da habe ich jetzt noch ein Quote drauf gemacht. Blümchen drauf und so, genau. Und das auch nochmal distressed, damit das farblich aufeinander passt. Und irgendwie hat mir das war es als zu plain. Also kam da jetzt auch noch ein bisschen Glitzer hin. Also ein Glitzer habe ich gefallen gefunden, muss ich gestehen. Also es ist echt raus aus der Komfortzone, sage ich mal. Ich würde mir so Papier niemals nie kaufen, aber ich muss sagen, vielleicht sollte ich das mal. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist echt ein super Farbkontrast auf der Seite, ja, zum Stempeln. Tut mir leid übrigens, es ist keine schwarze Farbe, es ist Stempel. Es war ein Stempelkissen. Wenn ich damit jetzt gelust habe, dann tut es mir leid. Das ist auch keine Wasserfarbe gewesen, übrigens, sondern Distress-Zeug, was ich da drauf gemacht habe. Jetzt habe ich das kleine Umschlägchen oben rausgeholt und habe es jetzt nochmal mit dem Klettverschluss auf die Seite geklebt, weil ich es irgendwie besser fand und schöner fand und stimmiger im Großen und Ganzen. Und jetzt mal ein bisschen wieder stempeln und irgendwie hat mir dann immer noch was gefehlt. Und ich bin dann, habe mir dann gedacht, was mache ich? Ja, dieser Klettverschluss, das muss man echt nochmal zusätzlich mit Kleber festmachen, sonst reißt es die Seite kaputt. Ja, dann hier noch der kleine Sternchen nochmal extra aufgeklebt. Jupp. So. Soweit. Perfekt. Dann nochmal was drüber. Ich hatte noch ein bisschen Schnipse über. Kam dann auch nochmal drüber. Und immer nochmal hier und da distressed. Und dann dachte ich mir, nee, fehlt irgendwie nochmal was. Also nochmal mit so Paste drüber gegangen. Und so einer tollen Schablone, die ist dann, die habe ich vom Funkelkram. Die benutze ich extremst gerne. Da ging es irgendwie nicht, die Seite. Ja, es geht eben halt einfach besser, wenn die Seite noch nicht wirklich eingeklebt ist. Jo, auch das. So, ein bisschen was drunter gelegt und dann abgewischt am Papier. Passt immer. Das ist ein bisschen Gesso. Das habe ich jetzt dann noch mit Wasser verdünnt und bin dann nochmal spritzertechnisch über die Seite drüber gegangen. Danke, Luise Heinzel übrigens. Von der habe ich das. Meine Journal-Seite ist nun fertig und es hat super viel Spaß gemacht. Raus aus der Komfortzone und mit Glitzerpapier gearbeitet. Gut, der Mini-Po ist eben jetzt verkehrt herum hier zum Einsatz gekommen, aber er ist zum Einsatz gekommen auf jeden Fall. Hier ist kleine Notizbüchlein. Ich habe hier noch ein bisschen Glitzer unter die Bobbles hier unten drunter gemacht und hier der kleine Umschlag mit dem Inhalt. Hier oben ja auch noch mal der kleine Tag drin. Ich verlinke euch Ritas Kanal unten in der Infobox und auch noch mal den von Luise Heinzel und Jutta. Und ich wünsche euch jetzt einen super schönen kreativen Tag und wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dann, ciao.